Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Wir sind ja wieder in unserer wunderschönen, in unserem Apartment. Wer hätte es gedacht? Und wir machen uns gleich auf zu unseren nächsten Missionen. Und zwar hier zu, Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, zu Packy. Da müssten wir jetzt eine ziemlich coole Mission haben. Ich glaube, es müsste es jetzt sein. Wir brauchen nämlich einen Anzug und schicke Schuhe. Die haben wir jetzt auch. Na, Bro. Oh. Falsche Taste gedrückt. Kann ich nicht eigentlich die Waffen auch hier rüber wechseln? Ja, Tatsache. Na, Bro. Na, was ab? Was ab, Bro? Meine Maus fällt irgendwie da rum. Wir nehmen gerade ein Taxi, weil ich jetzt ein Taxi gerne haben will. Taxi, 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 Taxi. Stop! Ich find's auch cool, also seinen Akzent finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Er ist also typisch aus dem Osten. Okay. Nico hat es manchmal nicht so mit dem Einsteigen. Mann, jetzt! Sag mal, achso, ich drücke die falsche Taste. Erklärt sich sehr gut. So. Und wir wollen zu Packy, Dankeschön. Und wir brauchen einen schicken Anzug und schicke Schuhe. End of the line, sehr schön. Um diese Aufgabe zu erledigen. Ja, letzte Aufnahme war ein bisschen durcheinander. Da war ich vielleicht ein bisschen verpeilt und da war echt der Wurm drin, Leute. Also die lief irgendwie nicht so gut. Und wir starten jetzt diese Mission und ich bin schon, ich freue mich schon sehr. Ah, Packy ist nicht da. Ach, ach. Flossen. Ach man, jetzt muss ich 2 Stunden totschlagen. Ach nee. Was mache ich denn die Zeit? Okay. Ich könnte jetzt natürlich wieder ein Taxi nehmen, wieder zurückfahren und dann wieder hierher fahren. Weißt du, genau jetzt ist Packy natürlich nicht da. Nehmen wir den hier. Jetzt habe ich aber die richtige Taste gedrückt. Ich wollte nicht, sehe hier wegen dem Mikro meistens meine Tastatur nicht, deshalb. Okay. O okay. Steig wieder aus, Nico. Nein! Heute, es läuft. Also manchmal ist echt der Wurm drin. So. Und jetzt fahren wir wieder ins Versteck zurück. Dass wir die 2 Stunden noch totschlagen können. Okay, also zwischen 6 und 19 Uhr, da sind wir, glaube ich, in einem anderen Versteck. Ist nicht so schlimm. Oder? Ja. Ach, das ist ganz alte. Ach so. Naja, ist hier nicht so Premium. Ich meine, wir haben jetzt auch 70.000 Dollar auf der Tasche. Ist auch nicht so schlecht. Möchte ich mal behaupten. Geht's hier nicht rein? Ich nehme jetzt nach oben. Anscheinend nicht. Geil, ich bin mal wieder sehr ver... Ach, hier. Die weiße Tür natürlich. Okay. Und wir gehen natürlich schlafen. Es ist so voll die Ranzwohnung im Gegensatz zu dem, was wir jetzt haben. Das Apartment von Playboy X. So, können wir auch gleich mal speichern. Ihr seht hier, wann ich letztes Mal aufgenommen habe. Oder letztes Mal gespeichert habe. 22.23 Uhr, genau gestern Abend. Oh Mann, jetzt seht ihr aber nicht aufnehmen, oh mein Gott. A long way to fall. Okay, überschreiben. So, dann habt ihr das hier mal live auf der Aufnahme. Die Poster mit, oh gut, finde ich aber gut. Na, Baby. Okay. Dann machen wir uns jetzt auf. Und jetzt haben wir 10 Uhr, jawohl. So, bitte. Ja, bitte. So. Ich habe immer das Gefühl, man hört meine Tastatur, aber kommt mir wahrscheinlich nur mir so krass vor. Biologie existiert nicht, das ist eine Lüge. Na komm. Okay. Und wir fahren jetzt zu Packy. Endlich. Und können die Mission auch mal annehmen. Ich freue mich. Mal sehen, ob es dieses Mal ein bisschen besser läuft. So. Ach, 83.000 haben wir auch schon. Nicht übel. Okay, los geht's. Tree Leaf Clover. Ja, das ist sie. There he is, Nico Bellic. Nico, these are my 2 brothers. Well, 2 of my brothers. The 2 that count. Derek and Gerald. Hi. Derek has just returned to the family fold after a good few years in the old country, involved in the struggle. Sort of like you, I'd imagine. And Jerry? Jerry's the man. And you remember Michael, St. Michael? Yes. It's nice to meet you. Nico's a trip, man. I met him through that Puerto Rican coke dealer. So you want to involve him in family business? What do you know about him? What I know is he likes a fight and he ain't the fucking law. Oh. No offense, mister? That ain't good enough. Well, it's good enough for me. He's a good lad, Jerry. Was I talking to you, you inbred halfwit?
I make a point of not talking to the unfortunate victims of brother-sister marriage. Don't you speak about my parents like that. Oh, you're like fucking Cleopatra. 15 generations of brother-sisters fucking, and you're so thick you take orders off my idiot brother Packy. Who's so stupid, he had to tattoo his name on his arm. If there is a problem, I'll go. No trouble. I have other ways of making money. There's no problem. Jerry just likes to think he knows best about everything, which is why he's been married 3 times already and still won't admit he likes men. Ah, no problem. I'll leave you boys to it. Don't screw up. Packy, take care of Derek. He's been away. And you? Nothing personal, but don't fuck with my family. Or I will fuck with yours. All right. We're heading to the Southern Algonquin branch of the Bank of Liberty. Nico, you're the designated driver. Besorge einen viertürigen Wagen und jetzt fängt die Mission an. Tree Leaf Clover. Ein Banküberfall und das, ich kann es jetzt schon mal sagen, das ist die wahrscheinlich coolste Mission aus dem Game und ich werde hier überfahren. Oh, das fängt schon sehr gut an. Und wir bauen jetzt einen viertürigen Krieg jetzt hier ein, weil wenn ich jetzt wieder einen klauen muss, die warten da ja so lange, die drei. Das heißt, wir, ist jetzt quasi wie ein Banküberfall und ich freue mich jetzt schon echt auf die Mission, weil das so richtig cool ist. Kriege ich hier irgendwo einen Wagen her? Na, solange hier keine Bullen in der Nähe sind, das sind zweitüriger. Gibt natürlich bessere Wagen, die ich da nehmen kann. Aber wir nehmen uns jetzt mal den hier und fahren zur Bank rüber. Und wir haben natürlich einen schicken Anzug an. So, hol dir deine Partner ab. Halt. Okay, geil. Er wurde erstmal umgefahren. Moment. Nein, 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 nicht überfahren, nicht überfahren. So, komm, steig ein, ist, glaube ich, Packy, ja. Okay. Fahr zur Bank, super. Null Problemo. Wie lange brauchen wir jetzt zur Bank eigentlich? Moment, ich will nicht den Dialog. Ah, ein bisschen brauchen wir, okay. Können wir dem Dialog lauschen? While Nico and Derek manage the employees. Anyone tries anything, you put them down hard. Once the situation has been controlled, Derek's going to rig the vault door with explosives. I got enough PE4 here to get through anything they throw at us. PE4? I never heard of that. It's some limey name for C4 that Derek here picked up over there. I ain't having this argument with you, Patrick. Safe to say, what we're using is controllable enough to go through any vault door without incinerating whatever's inside. Not gonna leave much residue on the notes either, so they should be washable. Oh, they're going to be washable, all right. Can't wait to see what sort of kick C4 residue is gonna give me when I snort up a line of chop through one of them notes. First, you're a fucking charmer, Patrick. Second, it's PE4, not C4. Whatever, at least I'm honest about my habits, Derek. You know nothing about nothing, Patrick. I'm honest about me demons. Hit the needle on the old head there, did I, Derek? Expression is, hit the nail on the head, Packy. Really, Michael? You don't think I know that? Jerry was right about you, Mikey. Your parents must have been twins to produce a kid as dumb as you. I'm surprised you ain't got 3 eyes, no balls, and a club foot. Don't bring my parents into this, Packy. All right, all right. Do we all know what we're doing? Once the vault door blows, I want Nico and Michael to go down into the vault to get the money while me and my brother handle the crowd control. All makes sense to me. If you guys can stop arguing for a few minutes, then I think we might be okay. Ach man, ey, die Truppe hier ist auch richtig gut. Weißt du, die tun sich ja echt nur richtig heftig streiten hier die ganze Zeit. Richtig blöd anmachen und wir müssen jetzt, und wir haben einen Banküberfall vor, ist auch schön. Aber gut, jetzt bin ich mal schon gespannt und hoffe, dass wir das natürlich hinkriegen. Ich erinnere mich noch relativ gut an die Mission und es ist... Und es ist echt eine richtig coole Mission, das muss man echt mal gesagt haben. Okay, sind gleich da. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Wie gesagt, es ist, die Mission ist nicht so einfach, die ist schon ein bisschen schwieriger. Und die kann man schon so ein bisschen als Vorbild für die GTA 5 Mission nehmen. Ich habe GTA 5 noch nie gespielt, aber da geht es natürlich um die Banküberfälle, also die... ja, diese Banküberfälle sind natürlich immer so ein Hauptelement, sage ich mal. Und eigentlich kann man die Banküberfälle schon auf GTA San Andreas zurückführen, denn da gab es schon mal eine Mission, die auch richtig cool war.
Das war auch wirklich eine richtig coole Bank. Ja, war ein richtig cooler Überfall, den man auch vorgeplant hatte. Und ja, hier in GTA 4 haben sie es dann weitergeführt. Hier Bank of Liberty. Und in GTA 5 haben sie dann die Banküberfälle richtig ausgebaut. Was schon geil ist. Here we are. Wait until you're inside to get ballied up. Okay. Und da sehen wir schon einen bekannten Charakter. Den farbigen hier. Don't none of you worry about nothing. We're here for the bank's money. It's going to a greater cause. Shut up and handle the safe. Open the door. Open the door. Open the door. Open the fucking door. Okay. Okay. Wait a minute. I got it. Get on the floor. Now. But sir. You too. Okay. Okay. Take these rookies downtown. You with me? Hey, what's your name, son? Luis. This ain't such a good idea, bro. Yeah? They said catching that pass in my high school championship football game was a bad idea, because I broke my leg in 13 places, but I scored a touchdown and won the game. The world was built out of bad ideas, my friend. Come on. The PE4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people, fuck your cause. That shit's over. Island's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you've said bloody island. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do! I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night! Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Shit! Michael! Saint fucking Michael! Verdammte Scheiße! Shit! Get the money! Me and my brother will watch the kids! Ja, und da haben wir eben Luis gesehen. Das ist ein Charakter aus einem GTA 4 Add-on. Und wir müssen jetzt gehen in den Tresorraum und holen das Geld. Und das ist eine verdammt coole Mission. Da sehen wir schon die Bank. Und wir schnappen uns jetzt das Geld natürlich. Hier auf der Überwachungskamera sehen wir das. Und wir holen uns hier eine ordentliche Menge raus. Und die Bullen sind da. Oh mein Gott. Das wird jetzt abgehen, Leute. Das geht jetzt richtig ab. Oha. Die machen keine halben Sachen bei dem Banküberfall. Na, wir werden sehen. Bisschen Geld raus. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen. Und wir wollen das Geld natürlich mitnehmen und die Bullen werden uns da ganz sicher nicht dazwischen funken. Ach du Heiliger. Sind so viele Cops, macht den Weg frei. Okay. So. Die Explosion sollte die Bullen etwas abgelenkt haben. Okay. Ach du heilige Scheiße. So, jetzt sehen wir, das haben wir echt die Bullen hier als direkte Feinde gegenübergestellt. Oh Gott. Nicht gut.
Die haben auch Schutzwesten an. Oh Gott, das muss ich mich echt hier. Okay. Na los. Ich hoffe, die beiden kümmern sich um da hinten. Wir machen hier mal hier vorne mal den Weg frei, sag ich mal. Liberty City Bank, wir machen den Weg frei. Wortwörtlich. So. Ich glaube nicht, dass wir hier ins Gefängnis müssen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Sauber. Ja. Vollgepäck hier und Derek. Oh Gott. Nein! Wow, Headshot. Das war nicht übel. Okay, da hinten sind auch welche. Boah, wir haben aber echt ordentlich Muni. So, hier ein Jagdgewehr anscheinend. Boah, die macht ordentlich Schaden, wenn man mit ihr trifft. Und wie gesagt, wir haben eben im Gefängnis schon... In der Bank haben wir eben schon Luis gesehen. Wie gesagt, ein Charakter aus einem GTA 4 DLC. Na, kann ich hier hin? Ja. So. Boah, wir müssen echt aufpassen, damit wir jetzt schon kaum leben. Eine Schutzweste wäre hier sehr praktisch gewesen. So. Eigentlich müssen wir noch da vorne hinschießen, glaube ich. Da ist noch einer. Ja. Mann, das habe ich mir echt Zeit gelassen. Oh Gott. Ich habe echt Angst, dass ich jetzt abgeschossen werde, weil ich fast kein Leben mehr habe. Und wir ballern uns hier echt mal den Weg frei. Heilige Scheiße. Oh Gott. Nein! Lauf. Ah. Oh Gott. Ich bräuchte echt... Oh Gott. Schnell hier rein. Ich bräuchte echt ein Medikit. Okay. Das... Oh. Huch. Ah, ich habe ihn umgerannt. Okay. Oh Gott. Hey, das ist unser. Naja, hier kommen wir wohl nicht friedfertig raus. Ist da oben noch irgendwo ein Schütze? Da ist ein Passant. Muss echt aufpassen, Leute. Kann sein, dass ich jetzt sterbe, weil ich eigentlich gar kein Leben mehr habe. Ist echt... Ich kann nur hoffen, dass hier irgendwo nochmal ein Medikit ist. Aber die Mission ist nun mal echt nicht ohne. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ich kann da jetzt nicht reinrennen. Ich muss die erstmal... Fuck, ich bin zu weit weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Fuck, gerade gab es sogar noch einen... Ihr habt es gerade gesehen, kurzen Hänger.